An erster Stelle steht hier der Gehorsam. Zu erkennen zu geben, ich bin ein Diener Allahs, ich mache meine fünfmaligen Gebete am Tag und zeige Allah, dass ich ein gehorsamer Diener bin. Denn das ist ja etwas, was Allah möchte. Er möchte ein Gehorsam an erster Stelle, auch wenn wir nicht verstehen, was steckt dahinter, hinter dieser Tat, die wir verrichten sollen. Dann würde hinter alles die Weisheit ersichtlich sein, dann würden wir es nur machen wegen der Weisheit, die wir erkennen. Wenn wir alles genau wüssten, was im Gebet drin steckt, oder was im Schweinefleischverbot drin steckt, oder ein Alkoholverbot, sonstiges, wir würden das nur wegen dieser Dinge machen, und auch die Nichtmuslime, die Kafir, die würden das auch nur machen, weil sie erkennen den Nutzen davon, dass man kein Schweinefleisch essen soll, kein Alkohol trinken soll, keinen Sina machen soll. Sie würden den Nutzen darin erkennen und würden deshalb nicht wegen Gehorsam handeln, sondern weil sie sich einen Schaden zufügen. Deshalb würden sie handeln. Und so sollten wir Muslime aber an erster Stelle ja nicht denken. Wir sollen nicht immer danach suchen, entsteht ein Schaden, wenn ich das nicht mache, sondern wir haben hier Gehorsamstaten zu verrichten. Ich gehorche und ich bete. Ich bin ein dankbarer Diener und ich gehorche. Aber dennoch, Allah subhanahu wa ta'ala verbietet es uns nicht, dass wir Anstrengungen machen können in der Nachforschung. Dass wir forschen können, warum obliegt uns Allah etwas auf? Warum sollen wir zum Beispiel beten? Warum sollen wir kein Schweinefleisch essen? Warum sollen wir kein Sina machen? Hinter all dem können wir hinterherfragen. Wir können nachschauen. Und beim Gebet gibt es einiges, wo wir wissen. Von den Aussprüchen des Propheten, von Gelehrten, von Evliyas, von Sheikhs, die sich Gedanken gemacht haben, die innere Erfahrung bekommen haben, innere Spiritualität, die herausbekommen haben, was der normale Betende nicht mitbekommt. Jawohl, wegen dies und dies sollen wir beten. Wäre es gut angebracht, dass wir beten. Also als erstes muss uns immer eins mal klar sein. Egal um welche Sache es sich bei den Geboten im Islam handelt. Wenn uns irgendeiner fragt, warum machst du dies oder jenes? Dann sagen wir als allererstes, der Gehorsam gegenüber Allah. Egal ob der Fragende damit einverstanden ist oder nicht, ist nicht unsere Sache. Wir bringen das so, wie der Islam das uns zu verstehen gibt. Wir gehorchen, Allah befiehlt. Und dann können wir sagen, es gibt aber Vermutungen, dass zum Beispiel wegen dem, den oder den wir das machen. Aber wir dürfen nicht sagen, was leider viele in der Dawa-Arbeit machen, wir machen das wegen dieser und dieser Sache, lassen aber ganz aus, dass Allah das geboten hat. Das kommt dann viel zu kurz. Und dann ist das Problem, gerade heutzutage beim Schweinefleisch, wird sich ja sehr ausgiebig damit befasst und gesagt, wegen dem essen wir kein Schweinefleisch. Wegen dem essen wir kein Schweinefleisch. Und was ist aber, wenn in 100 Jahren oder 200 Jahren ein ganz anderes Forschungsergebnis kommt und die Behauptungen, die wir heute aufstellen, widerlegt werden? Dann heißt es, die Muslime wissen gar nicht, warum sie etwas machen. Sie essen kein Schweinefleisch, haben gesagt wegen das, aber das stimmt doch gar nicht. Das verhält sich ja gar nicht so. Deshalb können wir nur sagen, wir haben eine Vermutung, dass es wegen dem sein könnte. Aber nicht zu sagen, wegen dem ist es, und lassen das Gebot von Allah weg im Hintergrund. Ja? Ich habe eine Frage, wieso essen eigentlich kein Schweinefleisch? Und Jakob, was antwortest du? Ich weiß nicht. Das war jetzt das Dümmste, was du sagen kannst. Morgen. Warum? Schau mal, halt die Hälfte. Schau mal, ihr habt das nicht zugehört. Habe ich gerade erklärt. Warum? Das sind Sachen, die sind. Nein, sag mal, ganz anderes Sachverhalt. Alles so gut. Genau, das ist erstmal die erste Frage. Schau mal, wie ihr aufpassen tut. Das war jetzt ganz gut, dass du das gebracht hast. War ganz gut. Dann seht ihr, euch fragt. Sag kann. Euch fragt, schau mal, euch fragt ein Klassenkamerad. Oder der Lehrer. Sei mal leise. Da fragt ein Klassenlehrer. In euren Ethikunterricht, warum ihr Muslime ist kein Schwein. Und das ist genau der Fehler, den die Muslime machen. Sie kommen her und sagen, das Schwein ist unrein. Sie kommen daher und sagen, das Schwein hat Bakterien. Sie sagen, das Schwein hat das und das, aber das ist nebensächlich. Das ist nicht der Grund, warum wir kein Schweinefleisch essen. Der Grund ist, weil es Allah uns verboten hat. Das muss die allererste Antwort sein. Und dann, wenn der Lehrer sagt, ja, naja, Gott hat es verboten, warum hat das verboten? Dann können wir ausholen und sagen, es gibt Vermutungen. Nochmal zur Vertiefung für euch. Wenn wir über irgendeine Sache befragt werden, die wo Allah subhanahu wa ta'ala nicht selber offenlegt, schauen wir, beim Kopftuch ist das ganz klar. Allah sagt im Koran gleich drin, warum sollen die Frauen Kopftuch tragen? Dass sie als ehrbare Frauen erkannt werden. Wenn also jetzt einer daherkommt
und fragt, warum tragen Frauen Kopftuch, dann sage ich, Allah gebietet es. Und er sagt auch gleich den Grund, dass die Frauen als Ehrbare erkannt werden. Nicht deswegen, was auch falsch immer gesagt wird, um die Männer ihre Gelüste zurückzuhalten, hat mit den Gelüsten der Männer rein gar nichts zu tun, sondern dass die Frauen als ehrbare Frauen erkannt werden. Eine anständige Frau, eine Ehrbare, die sich zurückkennt, die muss sich nicht im Vordergrund stellen, die wo nicht da mit Minirock kommt und sagt, schau mal Junge, wie wär's mit mir, sondern die sich sehr schön hält und von vornherein, von den ersten Blick, weißt du, bei diesem Mädchen habe ich keine Chance. Das ist eine ehrbare Frau. Und deshalb beim Schweinefleisch das Gleiche. Da hat uns Allah den Grund nicht gesagt. Und auch der Prophet hat uns nicht den Grund gesagt. Aber wir haben einen Verstand. Wir haben Forschungsmethoden. Wir wissen, wir zerlegen alles. Jeden Tier, jede Philippanz hat uns zerlegt. Wir machen heute die Genmanipulation, alles machen wir. Also können wir auch über ein Schwein etwas heraus erfahren. Aber eins dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht sagen, weil das Schwein unsauber ist, unrein, weil das Schwein Bakterien hat. Es kann eine Möglichkeit sein. Und was ist, wenn wir heute sagen, weil das Schwein ein unreines Tier ist, und in 100 Jahren stellen die Mediziner fest und sagen, von der angeblichen Unreinheit des Menschen kann der Mensch in einer Sache vom Krebs zum Beispiel gesund gemacht werden. Was ist dann? Dann stehen alle, die vorher so geredet haben, blöd da. Und was sagen sie über die Muslime dann? Schaut, die reden etwas der und wissen von nichts. Deshalb an erster Stelle alle Gebote, die uns Allah auferlegt hat, der Gehorsam gegenüber Allah. Und dann, wie beim Schweinefleisch, können wir sagen, es gibt Untersuchungen, die belegen, dass das Schwein in sich Krankheitserreger drin hat. Und diese Krankheitserreger, wenn das Schwein stirbt, die sterben nicht aus. Die bleiben in diesem Fleisch drin. Sie sind zwar auch, nennen wir es mal, klinisch tot, also nicht wahrnehmbar lebendig, aber wenn der andere, ein anderer Organ, Organismus, das Essen tut, dann werden diese Bakterien, diese Krankheitserreger, werden sie wieder aktiv. Wenn wir also das Schwein essen, obwohl das Schwein geschlachtet wurde, obwohl es gekocht und gebraten wurde, diese Krankheitserreger bleiben teilweise erhalten. Und wenn wir es verzehren, dann werden sie in unseren Organismus wieder lebendig und können Darmkrebs verursachen, Lungenkrebs oder was für Zeug es alles gibt, können das hervorrufen. Das ist aber nur eine Vermutung, es ist nicht hundertprozentig erwiesen. Es geht in diese Richtung, die Wissenschaft. Die andere Seite ist es, man hat heute auch festgestellt, dass das Schwein mit dem Menschen genetisch sehr ähnlich ist. Wenn wir Menschen uns ausschließlich nur vom Menschenfleisch ernähren würden, würden wir im Laufe der Zeit aussterben. In zweiter, dritter, vierter Generation wären wir tot, weil wir einfach totes Fleisch verzehren würden. Denn wenn ich meinen lieben Hackern hier aufesse, so schön als was ausschaut, aber sein Fleisch bringt mir nichts. Bringt für mich keine Nährstoffe. Er hat zwar Nährstoffe drinne, aber mit denen kann mein Körper nie recht viel anfangen, weil wir die gleichen Substanzen haben. Das Schwein verhält sich bei Menschen ähnlich so. Das Schwein hat Nährstoffe drinne, mit denen mein Körper nicht viel anstellen kann. Würden wir also ausschließlich nur von Schwein uns ernähren, wäre es eine Sache von ein paar Generationen, zack, würden wir aussterben an Krankheiten und wären dann hätten uns selber vernichtet. Da wir aber unterschiedlich essen, Schwein und Kartoffeln und Rind und Schaf, das und jenes, der eine wird dann eben krank, der andere nicht, je nachdem wie viel Schweiß Schwein einer verzehrt. Das aber Schwein krank macht, das wissen auch hier die Wissenschaftler. Aber weil nämlich sehr viel Euro dahinter steckt, weil ein Wirtschaftszweig dahinter steckt, nimmt man lieber die Kranken in Kauf, nimmt man lieber die Toten in Kauf, bevor man das Schwein verbieten würde, weil eben ein sehr großer Wirtschaftsfaktor damit verbunden ist. Wie auch immer dem sei. Aber das sind alles nur Thesen, die wo ein bisschen mehr oder weniger belegt sind, aber es ist nicht die Ursache. Es ist nicht der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns das verboten hat.